willkommen zu einer neuen Tagesbotschaft. Schauen wir doch mal, was das Universum und die Engel heute für dich als Info haben, was deine Botschaft für den heutigen Tag ist. Da hat sich doch schon etwas geregt. Eine Karte, die da rauskommen möchte. Ah. Jetzt und in Zukunft entfaltet sich mein Leben auf optimale Weise. Ist das nicht ein schöner Hinweis? Besonders wenn du gerade vielleicht in ein bisschen einer schwierigen Zeit steckst. Jetzt und in Zukunft entfaltet sich mein Leben auf optimale Weise. Das ist deine Affirmation für den heutigen Tag. Schreib dir das hinter die Löffel, wie man so schön sagt. Schreib dir das auf, notier dir das. Lass nur diesen Satz heute in deinem Kopf rumwandern. Keine negativen Gedanken. In meinem Leben läuft alles bestens. Ja, das ist die Hauptbotschaft sozusagen. In meinem Leben läuft alles bestens. Das Hier und Jetzt annehmen, auch wenn es schwer fällt, den Widerstand aufgeben. Nur dann kommen wir in einen gewissen Fluss. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Sonst schieben wir alles wie eine Bugwelle vor uns weg, wenn wir so im Widerstand sind und nicht das Jetzt annehmen und den Kampf aufgeben, sondern in den Fluss kommen, uns dem Strom des Lebens anvertrauen und eben darauf vertrauen, dass in deinem Leben alles bestens läuft. Ganz schöne Karte. Wunderbar. Schauen wir mal, ob es noch eine Geldbotschaft dazu gibt heute. Das ging ziemlich schnell und es waren einige Karten. Das kommt auch hin und wieder vor. Siehst du, es so ähnlich. Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit und auf perfekte Weise zu mir kommt. Also Vertrauen scheint heute ein großes Thema zu sein. Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit und auf perfekte Weise zu mir kommt. Auch eine schöne Affirmation für heute. Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und alle meine Ideen. Da geht es auch darum, dass du dich selbst wertschätzt heute. Hast du da manchmal Mühe mit, dich selber wertzuschätzen, dich für würdig zu halten, für wertvoll zu halten? Und ein kleiner Hinweis, heute mal was Kreatives vielleicht zu machen. Die Seele braucht kreativen Ausdruck, ob das jetzt Musik ist, Malen, Tanzen, was auch immer. Du musst dir auch keine Sorgen machen, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Das ist ja nur für dich, einfach deiner Seele ein bisschen kreativen Ausdruck zu verleihen und dich auch zu ehren und wertzuschätzen. Also Vertrauen und Selbstliebe heute. Ich bin ein Magnet für Geld. Genau, auch wieder im Vertrauen sein. Die negativen Gedanken ausblenden, wenn du merkst, da kommt was Negatives vom Verstand. Dem nicht glauben, einfach weitermachen und deine Affirmationen durchgehen. Ich bin ein Magnet für Geld. Und dann haben wir noch eine letzte Karte. Alles, was ich gebe, ist ein Geschenk an mich selbst. Auch ganz wichtig beim Geld ausgeben. Mit welchem Gefühl gibst du Geld aus? Hast du da einen riesen Klumpen im Bauch? Bist du an der Supermarktkasse schon dabei im Handy vorher dreimal das Online-Banking zu checken, ob auch genug auf dem Konto ist? Fühlst du dich irgendwie unwohl? Versuche dein Gefühl zu ändern. Erstens, indem das natürlich auch ein Geschenk an dich ist, weil du tust dir etwas Gutes, wenn du etwas kaufst oder auch bezahlst. Und denk mal an das Positive, beispielsweise im Supermarkt, die Dame an der Kasse oder der Herr, du finanzierst denen ihren Job, vielleicht ihr Hobby. Ne? Du kannst da mal mit dem Gedanken dran gehen. Oder wenn es ans Steuerzahlen geht, was viele nicht gerne machen. Was hast du denn alles davon? Sind die Straßen bei euch gut, die Schulen? Hast du warmes Wasser, frisches Wasser? Läuft alles soweit bei euch? Also immer die Vorteile von dem sehen, wofür du jetzt gerade Geld ausgibst. Und dann hast du auch ein viel besseres Gefühl, wenn du etwas bezahlst und Geld ausgibst, sodass Geld auch viel lieber zu dir zurückkommt. Und immer dran denken, es ist immer in irgendeiner Form ein Geschenk an dich selbst. Also dankbar sein. Heute benutzen wir mal noch andere Karten, und zwar die Maria-Karten von Doreen Virtue. Was ist da noch eine Tagesbotschaft? Da habe ich das Gefühl, dass die Karte doch sich zeigen möchte, wenn man das so sagen kann. Abstinenz. Mein klarer Geist ist ohne Schwierigkeiten in der Lage, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Ja, ihr seht auch ganz viel da drum herumlaufen und Maria bleibt trotzdem vollkommen fokussiert und in der Ruhe.
Denn gerade heute auch in der Zeit mit Internet, Social Media, ich kenne es selber, dann läuft vielleicht der Fernseher, parallel ist man auf Instagram, auf einem anderen Tab hat man auch YouTube auf für die Werbung, dann ruft irgendeiner an, schreibt WhatsApp. Also heute mal versuchen, den Geist zu klären und die Zeit. Wir denken ja immer, wir haben so wenig Zeit, aber wir haben wahrscheinlich viel zu wenig gut genutzte Zeit. Versuche deine Zeit heute besser zu nutzen und zwar mit Stille und Klarheit für deinen Geist. Eben lieber hier diese guten Affirmationen, positiven Affirmationen aufnehmen und durchgehen, anstatt dich jetzt irgendwie von Medien oder so heute runterziehen zu lassen oder auch von anderen Leuten, die immer negativ sind. Da machst du heute mal einen Balken vor und versuchst wirklich die Abstinenz vom Negativen, vom Außen, von der Ablenkung und gehst in die Stille heute. Ich hoffe, du hast einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ich wünsche dir alles Gute für heute und dann sehen wir uns schon bald wieder zur nächsten Tagesbotschaft.